Hallo zu einem neuen Video. Wir machen mal weiter mit dem Enduro. Hier ist jetzt, ich probiere im Moment ein anderes Fahrwerks-Setup. Deswegen ist jetzt gerade mal eine schwarze Feder zum Probieren drin. Ja, noch was. Ach ja, kurze Kurbeln habe ich getestet. Sattel habe ich einen Ticken höher gemacht. Jetzt habe ich auf jeden Fall gefühlt weniger Belastung auf den Knien, weil der obere, am oberen Totpunkt der Kniewinkel nicht so stark ist. Und für mich fühlt es sich besser an und bergab auch etwas kompakter. Übersetzung hatte ich bisher keine Probleme mit 30er Platt und der 52er Kassette bei einem 29er Hinterrad. Ja, jetzt geht's aber an was anderes. Und zwar, nach 4 Jahren wird meine blaue Direttissima-Bremse abgelöst. Ja, der Karton verrät es natürlich jetzt schon. Und es gibt wieder eine Maxima. Die zweite Maxima, die ist jetzt gekommen. Wir haben Anfang Dezember 22 und bestellt habe ich, ich glaube, April 21. Also hatte jetzt quasi 18 Monate Zeit, auf die Bremse zu sparen. Ist jetzt meine zweite Maxima. Am Downrad wollte ich sowieso. Hatte ich überlegt, wenn ich da schon Stahlflex habe, komm, dann mache ich mal eine Maxima. So, jetzt habe ich aber auch Stahlflex im Enduro. Dann denke ich mir, brauche ich nur einen Belagsatz quasi immer zu kaufen. Oder eine Art Belege. Wenn ich hier dann auch schon Stahlflexleitungen drin habe, gibt es jetzt auch eine Maxima dafür. Ich hatte ursprünglich 2 Direttissima bestellt. Solange die bei Trickstuff noch nicht anfangen, die Bremse zu bauen, kann man das immer noch ändern. Das habe ich halt gemacht und habe beide in Maxima geändert. Und jetzt habe ich eben meine zweite bekommen. Die kommt jetzt hier aufs Enduro. Hier sind ja, hatte ich glaube ich bei der anderen auch schon gesagt, hier sind so halbdurchsichtige Bremsleitungen dabei. Carbon-Look nennen die sich. Ich hoffe, man hat es jetzt gesehen. Das ist so, ja, getönt durchsichtig, sage ich mal so. Die werde ich aber nicht montieren, sondern ich werde meine bisherigen Leitungen montieren, also hinten mit durchsichtiger Isolierung. Ich finde, das sieht mit durchsichtiger Isolierung an dem Rad mit der Rahmenfarbe ziemlich cool aus. An der orangenen Gabel hat es mich jetzt nicht so umgehauen. Deswegen lasse ich da jetzt erstmal die, ihr seht das wahrscheinlich nicht, die schwarze Leitung drin. Fittinge lasse ich auch hier die schwarzen einfach auf den Leitungen. Ich schraube einfach Bremssättel rüber und Bremshebel rüber. Und zum Gewöhnen werde ich auch erstmal nicht die Powerbelege in die Bremse reinmachen, sondern die Standardbelege. Sonst brauche ich, glaube ich, jetzt nicht noch ein Bremsenmontage-Video zu machen, weil es vom Prinzip hier sogar noch einfacher ist, da ich einfach die Bremssättel hier abschraube und die draufschraube und das gleiche mit den Bremshebeln. Ja, hier sind jetzt silberne Frässchellen dabei, wie das bei der Maxima ja normal ist. Und ich werde hier jetzt auch erstmal die Hebelverschraubung, die schwarze, nehmen von meiner alten Bremse. So wie die hier oben die Griffweitenverstellung, die Werkzeuglose, werde ich auch von meiner alten Bremse nehmen. Und die Schellen will ich eigentlich auch schwarze Frässchellen, die sind ja seit einer längeren Zeit schon nicht lieferbar oder ich habe es immer mal wieder verpasst, wenn geringe Stückzahlen lieferbar waren. Deswegen kann ich hier jetzt nicht schwarze Frässchellen nehmen, wie am Downhiller. Jetzt überlege ich, da ich ja die blaue Bremse verkaufen will und da sind schwarze Bandschellen, heißen die, drauf. Also diese leichteren Schellen, einteiligen. Ob ich die Bremse jetzt damit benutze oder hier erstmal die silbernen Frässchellen drauf mache. Weil ich weiß nicht, ob ich, wenn ich hier die schwarzen Bandschellen nehme, ich weiß, dass ich Ersatz habe, ich glaube, ich habe aber nur noch eine Ersatz,
Wenn ich die verkaufe, habe ich nicht noch zwei schwarze Bandschellen, die ich mit der Bremse hier verkaufen kann. Deswegen nehme ich wahrscheinlich erstmal die silbernen Frässchen. Ich gucke es mir mal an, wie das aussieht. Ich glaube, da muss ich jetzt nicht mehr viel für zeigen. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich weiß nicht, wann das Video kommt. Gut, jetzt habe ich ja schon gesagt, dass es die zweite ist. Dann muss es ja nach dem Elserton kommen. Okay. Ja, okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.